Warum, ich kann mir hier auch die Laufburschen holen. Wenn das mit diesen Veganen so weitergeht, gibt es bald auch nur noch vegane Filme. Dann Kill Dill. Conan der Rhabarber. Schindlers Linden. Sato. Sieg der Kerne und drei Stängel für Charlie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach nein. Man nennt mich Kitty Boss 9000. Ich beherrsche alle Sachen zu 100%. Mache nie Fehler und flame alles, was bei 30 nicht umdreht von meinem Augensymbol. Ja, so gehört sich das. Solche Flachweisen. Also es gibt manche Menschen, wo da denkst du auch nur, okay, die Art Mensch, die gehört einfach verboten. Vor allem wäre es so das 6., 7., 8., 9., 10. Mal gewesen, wo man das versucht hätte, den Kampf. Aber nein, beim 2. Mal und alle gleich, oh, mich, kick mich. Das dauert mir alles zu lange, oh mein Gott. Durch die ganze Zeit die falschen Tasten übrigens. Oh Mann. Okay. I understand. Ja, aber... Oh Gott. Bis dieser Groschen einfach mal fällt, ne? Ja, das müssen sie die ganze Zeit überlegt. Warte mal. Stuttgart ohne T. Und dann irgendwann so... Oh. Ah, okay. Ja, Gott. Ja, da hat man sich nie drüber Gedanken gemacht. Wenn man endlich Zinsen nach der Schnee, Zinsen nach der Schnee, Tagesschau-Mütze, nie meldet sie was. Oh mein Gott, was stimmt mit dir nicht? Sandwurm, südliches. Sagoli-Wüste, Sagoli-Wüste. Ich gehe erstmal in den Altkreuzgang und hole mir Klassenquest. Wir haben Inflation, heute ist der Groschen mindestens ein 2 Euro Stück. Ja. Oh, Eteritz. Da muss ich hin. Servus. Chetron! Nun, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Behandeln dich die Leute anders, seit du ein freier Paladin geworden bist? Denke stets daran, dass es als Paladin nicht darum geht, das Schwert zu schwingen, sondern vor allem darum, für die Gerechtigkeit einzutreten und ein gutes Vorbild zu sein. Bis vor kurzem konnten die Gardisten der Stadtwache erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen und ihnen von der Bevölkerung großen Respekt entgegengebracht. Der damalige Gardehauptmann, mein Vorgänger, war ein glänzendes Vorbild und wurde von allen hoch geschätzt. Als ich ihm zum ersten Mal begegnete, war ich noch ein Kind. Mein Vater ging mit mir zu einem Straßenfest, doch wir nahmen den falschen Weg und gerieten in einer Seitengasse mitten in ein Handgemenge. Ein sturzbetrunkener Jäger schoss blind Pfeile durch die Gegend und einer davon raste genau auf mich zu. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts der Gardehauptmann vor mir auf, deckte mich mit
mit seinem Schild und sorgte mit energischen Worten und ein paar gezielten Schwerthieben für Ruhe und Ordnung. Sein edles Auftreten, seine prächtige Gestalt und seine blitzschnellen Schwerthiebe gingen mir danach nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte unbedingt ein Paladin wie er werden und trainierte täglich mit dem Schwert. Auch als ich nach langen, harten Training endlich in die Palastwache aufgenommen worden war, blieb der Gardehauptmann mein Vorbild und ich eiferte ihm nach. Schließlich, nach vielen Jahren, wurde ich selbst zum Gardehauptmann ernannt und nahm damit den Platz meines großen Vorbildes ein. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Palastwache hat ihren guten Ruf verloren und wird kaum noch geachtet. Die Leute werfen uns verächtliche Blicke zu. Es gab viele Ursachen für den Niedergang, doch der vernichtende Schlag war der Diebstahl der Eidklinge. Die Eidklinge ist ein heiliges Schwert, das der Sultan dem ersten Gardehauptmann überhaupt geschenkt hatte. Seither wurde es als Symbol der Treue vom amtierenden Gardehauptmann getragen und bei dessen Tod an den Nachfolger vererbt. Die Eidklinge ist die Insignie des Gardehauptmanns und der Verräter hat es gewagt, sie zu stehlen. Durch den Diebstahl der Eidklinge wurde das Vertrauen des Sultanats in die Palastwache erschüttert, da das Volk war schwer enttäuscht. Das Ansehen der Palastwache sank gewaltig. Um die Situation zu bereinigen und das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen, müssen wir unbedingt die gestohlene Eidklinge zurückholen. Aber die Gardisten, die wir bisher ausgeschickt haben, hatten keinen Erfolg. So demoralisiert wie sie sind sie einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Daher setze ich große Hoffnung auf dich. Um dich auf diese Aufgabe vorzubereiten, will ich dir eine neue Kampftechnik beibringen, die du dir selbstverständlich im Kampf aneignen musst. Im äußeren Lanossea, bei der Einsiedlerhütte, hausen viele Katzenfrette, die bekanntlich äußerst flink und unberechenbare Gegner sind. Gegen sie kannst du deine Fähigkeiten optimal trainieren. Zu Übungszwecken haben wir dort wieder eine Feuerschale aufgestellt. Entzünde sie und besiege die hüpfenden Katzenfrette, die sie daraufhin auf dich stürzen wollen. Ja, ich bin auch so ein Katzenfred. Ah, alles klar. Machen wir mal. Ja. Nein. Wenn ich bedenke, wie lange das alles noch dauert. Huch. 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 Alter, bald die nächste Klasse auf 50. Stimmt mit mir nicht. Nee, wir einfach nur fliegen können. Oh mein Gott. Oh. Mist. Da habe ich aus Versehen alle angelockt. Was müsste ich jetzt machen? Essen zum Beispiel. Was machst du dir denn zu essen? Käsespätzle, geil. Bin mal gespannt, was Frisches mir zaubert. Nachher. Noch brauche ich nichts. Dann geht's gleich. Bis gleich.
Lass es dir schmecken. Jetzt kriegst du die Möhren durcheinander. Okay. Was? Ah, okay. Und was ist das genau? Was ist da drin? Außer wahrscheinlich Möhren. Oh, ich kann direkt abgeben. Sehr gut. Nein! Oh mein Gott, ich bin falsch. Oh, ich habe gerade geträumt. Oh mein Gott, ich habe gleich schon eine Stunde rum. No! Du hast also die neue Kampftechnik gemeistert. Das freut mich wirklich sehr. Wir forschen zurzeit fieberhaft nach dem Aufenthaltsort des Verräters. Bis wir ihn ausfindig machen, solltest du dich gut auf deinen Einsatz vorbereiten. Okay, 3 Quests doppelt so 50. Altbiken erweitert. Mit der Eigenschaft Altmeister steht ja zusätzlich zum Altwappen nun auch der Altbiken zur Verfügung. Dem erfolgreichen Auto-Attacke füllt er sich auf. Also trainiere deinen Schwertarm gut. Deiner angesammelten Eidenergie kannst du die mächtigen Fähigkeiten Schildrund, Deckung und Intervention ausführen, um das Schlachtfeld vollends zu dominieren. Was? Verstehe kein Wort, aber okay. Pack das einfach mal dahin. Möhren, Kartoffeln, Gardellenstücke, etwas Butter, Petersilie, etwas Knoblauch. Geil. Würde ich auch essen. Ist eine physische Attacke auf alle umstehenden Gegner aus. Natürlich. Sehr gegrüßt, Paladin. Du scheinst ja einiges erlebt zu haben. Denn mir ist viel über deine Heldentat zu Ohren gekommen. Es gibt nur wenige, die den Weg des Paladins so konsequent beschreiten wie du. Ich bin stolz auf dich. Du hast mein Vertrauen verdient und ich denke, es ist an der Zeit, dir die ganze Wahrheit zu verraten. Es fällt mir nicht leicht, über diese Schande zu sprechen, aber du musst es wissen. Erinnerst du dich an den Verräter, der die Eisklinge gestohlen hat? Sein Name ist Skutzagil. Der war mein Vorgänger als Gardehauptmann der Palastwache. Ja, du hast richtig gehört. Er war mein großes Vorbild. Wegen ihm wurde ich ein Paladin. Er galt als der edelste und treueste aller Paladine. Niemand hätte ihm den Verrat zugetraut. Doch er hat sich verändert. Der Auslöser dafür war die politische Auseinandersetzung zwischen der Palastwache und den Republikanern des Scorpio-Kreises, aus der die Republikaner gestärkt hervorgingen, während die Palastwache drastisch an Einfluss verlor. Der Gardehauptmann Skutzagil fürchtete wohl um seine Stellung, also stahl er die Eidklinge und machte sich auf und davon. Damit brachte er seinem Eid auf das Sultanat. Brach er sein Eid auf das Sultanat, was für einen Paladin eine Todsünde darstellt. Außerdem hat er damit den Namen der Palastwache in den Dreck gezogen. Nun obliegt es mir als Gardehauptmann, den Namen der Palastwache reinzuwaschen. Wenn das bedeutet, dass ich meinen ehemaligen Mentor zur Strecke bringen muss, dann werde ich das tun, ohne auch nur mit der Wimpern zu zucken. Er ist ein starker Gegner, aber nicht unbesiegbar. Ich traue mir durchaus zu, ihm im Zweikampf die Stirn zu bieten. Allerdings können wir die Ehre der Palastwache nicht wiederherstellen, indem wir ihn einfach töten. Wir müssen ihn lebend fangen und ihm einen ordentlichen Prozess machen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Immerhin reden wir hier über einen erfahrenen Kämpfer, der über 30 Jahre lang der Gardehauptmann der Palastwache war. Selbst wir beide zusammen werden ihn nicht ohne weiteres festnehmen können.
Die Gefahr, dass sie im Eifer des Gefechts entweder er oder einer von uns tödlich verwundet wird, ist einfach zu groß. Du musst dich noch besser auf diesen Kampf vorbereiten. Die nächste Kampftechnik zu lernen, musst du folgende Aufgabe bewältigen. Geh zum Yukram im östlichen Tanelan und entzünde die dort aufgestellte Feuerschale. Das Licht des Feuers wird gefräßige Monsterfische anlocken, die du erschlagen musst. Im Kampf auf Leben und Tod gegen die kaltblütigen Wesen in ihrem Element wird sich dir eine neue Kampftechnik offenbaren. Hast du alles verstanden? Gut, dann musst du jetzt nur noch die Theorie in die Praxis umsetzen. Lass dich von dem Paladin Kristall leiten und erlerne die nächste Kampftechnik. Ich kann leider noch nicht mitkommen, Kitty. Wenn ich mit dem Paladin mitgehe, dann ist er da davor 50. Ich will jetzt auch 50 kriegen, aber ich will die Klassenquest alle da noch reinquetschen. Dann kriege ich wahrscheinlich sogar noch die 51 bei meinem super tollen Glück. Sonst müsste ich versuchen, jetzt den Taumaturgen schnell auf 32 zu kriegen, aber schnell ist relativ. Ich war doch 32, ne? Ja, 32, ja, das schaffe ich nicht. Allein nicht mit den ganzen Klassenquests. Das schaffe ich leider nicht. Die anderen sind schon alle 50. Wenn ich nicht lesen würde, würde es gehen. Aber ich lese leider. Diesmal kann ich leider nicht. Es sei denn, ich schaffe es nachher relativ fix. Mit dem Taumaturgen noch. Also, dass ich ihn kriege, steht fest. Also, steht außer Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffe, den auf 32 zu ziehen. Es sei denn, ich mache jetzt keine Klassenquest, ne? Meine andere Option. Wenn ich die Klassenquest auslasse. Ich weiß, ich renne da gerade irgendwo in der Pampa rum. Mich triggert ziemlich schon, dass ich den Fischer auf 59 habe. Das ist ein bisschen Dorn im Auge. Am liebsten würde ich das wieder zurückspulen.
So, und wieder zurück. Und wieder zurück, Marsch, Marsch. Das Witzige ist, diese Quests gehen tatsächlich gerade recht fix. Vergleich zu manch anderen. Na ja gut, aber die 45er kommen ja gleich noch. Wäre jetzt so die 40er. 35 und 40er. Wäre noch 2 45er. Hallo Luna. Wieso denn böse und genervt? Was ist denn los? Du hast eine weitere Kampftechnik erlernt. Das zeugt von deiner schnellen Auffassungsgabe. Trotzdem musst du weiter hart an dir arbeiten, um dich auf die Begegnung mit dem Verräter Sirk-Sagil vorzubereiten. Wir ziehen das Netz um ihn stetig enger und der Tag der Abrechnung naht. Ich habe schon auf dich gewartet, denn es gibt etwas Wichtigeres zu besprechen. Auf der Suche nach dem Verräter habe ich alle möglichen Aufzeichnungen durchforstet. Dabei ist mir etwas Beunruhigendes aufgefallen. Zu der Zeit, als der Verräter Sirk-Sagil zum Gardehauptmann ernannt wurde, sind auffällig viele Gardisten gestorben. Doch seltsamerweise ist in den Armeeakten keine Todesursache verzeichnet. Da habe ich einen alten Freund gebeten, mir Zugang zu den Krankenakten in Physiatrische Akademie zu verschaffen. Hilfe! Daraus war es ersichtlich, dass die Gardisten auf verschiedene Weisen ums Leben kamen. Einige sind im Kampf gefallen und andere nicht in ihren Betten verstorben, doch in allen Fällen wurde in den Leichen Spuren des tödlichen Gifts nachgewiesen. Diese hinterhältigen Morde tragen die Handschrift des Skorpionstachels. Das ist ein Assassinenkult, der im Dienst der Republikaner des Skorpionkreises steht. Seine Assassinen sind so geschickt und unauffällig, dass ihre Existenz von der Öffentlichkeit angezweifelt wird. Doch selbst für so gefährliche Assassinen ist es nicht leicht, gleich mehrere erfahrene Paladine auszuschalten. Sie müssen Hilfe gehabt haben, und zwar aus unserem engsten Kreis. Da stellt sich die Frage, wer von dem Tod der Gardisten am meisten profitiert hat. Es war ganz ohne Zweifel Sirk-Sagil, der trotz seines jungen Alters Gardehauptmann wurde, nachdem all seine Konkurrenten auf mysteriöse Weise verstorben waren. Das Ziel, das die Republikaner des Skorpio-Kreises mit den Attentaten verfolgt haben, ist offensichtlich. Sie wollten, dass fähige Paladine der Palastwache aus dem Weg räumen, das Militär zu schwächen und somit die Autorität und die Schlagkraft des Sultanats unterbinden. Da verwundert es doch, dass ausgerechnet Sirk-Sagil 30 Jahre von den Assassinen der Republikaner verschont wurde. Und wie konnte er sich auf dem Posten des Gardehauptmanns halten? Dann gibt es nur eine Antwort. Sirk-Sagil muss Verräter aus unserer Mitte gewesen sein. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich den verräterischen Hund aufgespürt habe. Und während ich die Suche nach ihm fortsetze, möchte ich, dass du dich einer traditionellen Prüfung der Palastwache unterziehst. Dafür musst du alle Teile der silbernen Paladinrüstung zusammentragen, die seit Generationen von den edelsten Paladinen getragen wird. Der Tradition nach wird die silberne Paladinrüstung in mehrere Teile zerlegt, den Kisten an gefährlichen Orten versteckt und von der Palastwache geschützt werden. Um die Rüstung einzufordern, musst du die Kisten finden und die Wächter besiegen. Ein Hinweis, wo du suchen musst, will ich dir noch geben. Versuch dein Glück im versunkenen Tempel von Quan im südlichen Tanalan. Viel Erfolg. Ich muss jetzt aber nicht die Inni laufen, oder? Ich habe so toll geschlafen. Also, habe es endlich geschafft, einzuschlafen. Und dann mach auf wegen der Discord-Nachricht. Schau nach, geschrieben hat. Discord-Giveaway-Message. Oh, ich habe gewonnen. Ja, das sind genau die Links, die Discord-Accounts gehackt werden. Und sowas reißt mich aus dem Schlaf. Oh no! Das ist echt scheiße. Armes Nico.
Okay, nein, ich muss in die Nicht laufen. Aber es ist der perfekte Ort, dann kann ich da nämlich auch die Bestiariumsviecher töten. Warst du schon beim Arzt, Luna? Dann ab dahin morgen. Keine Widerreden. Es sind nie einfach nur Kopfschmerzen. So oft und so lang hintereinander ist sowieso nicht gut. Also, Arzt. Zack ich. Morgen. Und wenn ich dich damit den ganzen Tag nerve. Das ist mir egal. Virtuell gehe ich mit dir zum Arzt. Gedanken bin ich mit dir da. Wehe, wenn nicht, dann gibt's keinen Schoki. Ich mag auch keine Ärzte, Luna. Ich mag auch keine Ärzte. Ich zögere es meistens so lange hier hinaus, bis es zu spät ist. Oder bis das Kind beinahe im Brunnen gefallen ist. Also, tu es nicht. Geh zum Arzt. Ah, okay, und das ist dann die Mo dazu. Ja, besser, stimmt. Siehste? Siehste? Also. Und du berichtest mir morgen, was der Arzt gesagt hat, ja? Ich frage nach, Luna. Gut. Wehe, wenn nicht. Dann gibt's Ärger. Was ist das denn jetzt schon wieder? Leute! Lasst mich doch mal mit dem Fee. Ich komme mit dem Fee. Ich kann gar nicht mehr hinterher. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Sachen machen soll. Ich hab doch keine Ahnung. Mann. Nein, ich hab die Kiste vergessen. Oh, I hate it. Ich hasse neue Fähigkeiten von Klassen, die ich nicht kapiere. Soll ich meine Fähigkeit abgeben? Kann ich mich morgen niemand zu ärgern? Oder vielleicht in Prüfungskämpfen. So, was habe ich jetzt eigentlich? Ah. Oh. Halbnackter Baller.
Vor allem Edelschenkelschützer. Der schützt aber nichts. Jetzt zum Ärgern, bevor du das im Kampf nutzt. Und er die Stance aus, damit der andere Tank übernimmt. Okay. Aber warum sollte ich das tun? Ohne Witz, warum sollte ich meine Feindseligkeit einfach mal auf jemand anderen übertragen? Warum? Wozu? Wozu ist das gut? Was habe ich davon? Außer, dass ich keine Feindseligkeit mehr habe. Also, weniger. Warum? Wenn ich andere mobben will, dann... Nee, dann verlasse ich einfach die Instanz. Oder bleib in AOE stehen. Huch. Ich wollte nicht schreiben. Wow, geil. Das sieht echt toll aus. Ich muss darüber. Huch. Oh, ist aufgestiegen, mein Mitstreiter. Es ist halt viele Situationen, wo du zum Beispiel Stacks sammelst und den Schaden einfach nicht aushalten kannst. Dann kannst du das auf den anderen Tank machen. Du übernimmst, bis deine Stacks weg sind. Okay. Aber, ja. Das ist jetzt einer der Gründe, warum ich in großen Inhalten kein Tank spiele. Ich will das nicht. Ich will nicht mehr, dass das ein anderer Tank bei mir macht. Ich will das nicht. Das ist scheiße. Juck. Neidkreuzung. Also die Sachen für ein Parler gehen aber echt verdammt schnell. Vielleicht brauchst du mega selten. Los kommen wir wie niemals machen Stance aus an den anderen übergeben kann. Okay. Ja, gut. Du hast es also tatsächlich geschafft, alle Teile der silbernen Paladin-Rüstung zusammenzutragen. Dann kannst du es auch mit dem Verräter Zirkzagil aufnehmen. Endlich können wir uns diesem Verräter vorknüpfen. Kürzlich haben wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten. Als daraufhin ein Kontaktmann von uns an ihn herangetreten ist, hat er doch tatsächlich angeboten, über die Rückgabe des Heiligen Schwert zu verhandeln. Diesen Fall ist Geheimhaltung ebenso wichtig wie eine gewissenhafte Vorbereitung. Sag mir Bescheid, sobald du bereit bist. Bereit bist, Zirkzagil gegenüberzutreten. Ich habe jetzt vergessen, die Bestiariums-Dings da fertig zu machen. Oh, scheiße. Karasma auf Kahunimus Gassi. Alles klar, Kitty. Ich brauche ja noch besser. Was ist denn jetzt Deckung? Du nimmst einen Schaden auf dich, der ein anderes Gruppenmitglied treffen sollte. Ach, du Scheiße. Oh, also ich glaube, bis ich sowas ziehe und ich überhaupt reagiert habe, ist das ganze Ding schon durch. Mein Reaktionsvermögen liegt bei null. Okay, ich akzeptiere es mal. Wir werden die Eisklinge zurückholen und die Autorität der Palastwache wiederherstellen. Auch mega unnötig. Ja, gut. Wenn Zirkzagil die Eidklinge anstandslos zurückgibt und seine gerechte Strafe empfängt, kann er den letzten Funken seiner Ehe retten. Falls nicht, werden wir ihn mit Gewalt festnehmen und vor die Sultana zerren, damit sie über ihn richten kann. Die Verhandlung soll im südlichen Tanalan in der Sagoli-Wüste bei der Vergessenen Oase stattfinden. Das ist gut, da muss ich eh hin. Ich zeichne die Stelle auf deiner Karte ein. Zirkzagil hat behauptet, die
Republikaner des Scorpio-Kreises seien nicht eingeweiht. Es könnte sich natürlich um eine Falle handeln. Daher wäre ich froh, wenn du mir Rückendeckung geben könntest. Wenn die Republikaner von der Verhandlung mit Zirksagi erfahren werden, sie wahrscheinlich intervenieren. Wir müssen große Vorsicht walten lassen und im Geheimen agieren. Deshalb schlage ich vor, dass wir getrennt reisen und unser Verhandlungsort treffen. Pass auf dich auf. Yay, ich kann fix mein Stufe 4 Bestiarium fertig machen. Und dann kann ich das fünfte machen. Numero 5. Dann bin ich hoffentlich auch bald 50. Sandwurm. Gefallener Zauberer. Könnte dann auch schon Dingensquests machen, aber egal. Ja, ich weiß, dieses Fates-Dingens will ich aber nicht. Da vorne sind meine Sandwürmer. Ja, nur wieder damit, Mutter. Baby! Lass es dir schmecken. Ich werde Fudus wahrscheinlich auch bald mit Essen beauftragen. Sobald ich meine nächste Pinkelpause mache.